Moin, meine lieben Reisebegleiter, und herzlich willkommen bei unserer Reise hier im Fegefeuer von Valhalla in Valheim mit mir und der Natzen. Hi Natzen. Hi Eschi. Hi zusammen. So, wir sind schon mit dem Floß hier an unsere Zwischenstation gereist. Jo. Und müssen ja nach Hause bei dem Dreckswetter. Können wir, sind hier genau in der Mitte der Map gerade. Ah ne, sind ja, wir nicht. Die kann man das, ja noch bewegen. Ich wollte gerade sagen, man kann die ja noch bewegen. Sagen. Aber von dem, was wir aufgedeckt aber haben, fast. Voll mittig. Aber ich mache mir meine ganzen Grabsteine hier, glaube ich, mal weg. Ich habe hier Dutzende von Grabsteinen. Oh ja, offen. Ich habe auch wieder ein paar hier. Ich weiß nicht, ob das da hier die Trollhöhle war. Ich glaube, die lasse ich mal. So. Ja, wir wollten eigentlich am anderen Ufer starten, aber da war Gräuling-Attacke und Unwetter. Und dann sind wir einfach ganz überhastet schnell hier rüber. Ja. Und ja, starten jetzt. Genau. Komm jetzt ab wieder nach Hause. Ja, komm jetzt nach Hause gekrochen quasi. Weil wir ja jetzt wirklich ziemlich gebeutelt sind. Wir haben alles kaputt. So sieht das aus. Unsere Rüstungen sind fast durch. Da ist ein riesiger Fisch gerade vor mir gewesen. Wahnsinn. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Alter Schwede. Unsere Rüstungen sind quasi fast durch. Unsere Schwerter auch. Hier sehen wir da, die Hose ist bald ganz in Eimer oder die Tunika. Meine Axt und auch die vom Eschi ist hinne und müssen auf jeden Fall gucken, dass wir uns erstmal neu rüsten und auf jeden Fall viel, viel besser vorbereiten für den Gegner, den wir ja jetzt kennengelernt haben. Auf jeden Fall, ja. Also wir werden jetzt viel sammeln müssen, vor allem Kupfer und Zink. So, jetzt ist das Schwert auch durch. Geht doch. Ja, guck. Das siehst wohl. Mensch, ich dachte schon, das wird gar nichts mehr. Ich glaube, jetzt habe ich es gleich auch durch. Nee, immer noch nicht. Mein Gott, das ist aber haltbar, du. Ja? Ja, ja. So, ich bin immer noch nass. Ja, auf die letzten Meter war das echt noch sehr haltbar, weil wir haben schon vor, keine Ahnung, wie langer Zeit gesagt, ja, gleich ist durch. Und ich konnte noch einige Gräulinge auf jeden Fall damit und Grauzwerge plätten. So ist das. Ich aber auch. Nicht Gräulinge, Grauzwerge, genau. Ja. Ich glaube, du gehst gerade ein bisschen verkehrt. Nö. Doch, laut Minimap bei mir auf jeden Fall. Müssen wir hier oben gleich links, ja. Also ich bin jetzt schon abgebogen und du gehst bei mir immer noch in unbekannte Gegenden. Zum Wasser. Nö, nee, ich gehe am Wasser vorbei. Du bist bei mir jetzt gerade voll in der unbekannten Gegend. Echt? Nö, ja. Bei mir nicht. Bei mir ist das alles schon aufgedeckt. Das heißt, ich bin auf dem Hinweg auch hier lang gelatscht. Okay, aber ich nicht. Sind wir wieder getrennt gelatscht, kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Aber ich sehe dich. Oh Gott, da war ein Vogel. Alles ist gut. Ah, jetzt sind wir wieder beisammen. Ja, die habe ich schon gemerkt. Ja, ich auch. Und dass ich keine Ausdauer mehr habe, habe ich auch gemerkt. Aber krass, guck mal, da ist auch so ein Teil, den ich aufgedeckt habe. Was habe ich denn hier für einen komischen Break? Ist ja witzig. Das Ding ist, wir können jetzt unsere Hütte gar nicht sehen, ne? Nö. Weil wir den Spawnpunkt da nicht haben. Genau. Wir müssen also etwas blind dahin. Ja, also so ein bisschen auf gut Glück, dass wir noch wissen, wo das ja, war. Ja, ey, ach, ich hasse dieses hier Festhängen. Und klack, sind wir im Bücherwald. Ja. Und oh, was war das? Ist schon wieder irgendwo ein Skelett. Es hat zumindest so geklappert wie eins. Bei mir hat irgendwas so plöpp gemacht, also nicht plöpp, aber jetzt hat was geklappert. Ja, siehst du? Nee, bei mir war irgendwie, als wäre irgendwie, weiß ich nicht, ein Gegner geplatzt oder so. Weißt du, wenn die da so sterben und dann explodieren. Ja, kann ja auch sein, da hat ein Troll gerade ein Skelett kaputt gemacht. Ach nee, weg mit dem Troll. Oh, hier ist ein Kupfervorkommen, Eschi. Ja, egal, ich bin voll. Ach ja. Aber Kupfer müsstest du doch im Slot eigentlich einen haben, dann ist es doch egal, ja, ob du noch was da drauf aufnimmst. Ja, ich habe aber nur noch 20 Kilo zu tragen. Ach so. Ich bin schon so voll gewichtig. Oh, ich habe auch nur noch ein Kilo nur noch. Ey. Einen. Ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Nur auf meine Slots. Gehe ich noch richtig? Ich glaube nicht. Ich weiß mal auch so, nicht, weil ich gehe mal so aus dem Düsterwald hier raus, weil ich glaube, so in etwa ist auch die Stelle, wo wir... Wir müssen mehr in die Richtung. Ja, ich glaube, wir sind der Sache aber schon recht nah. Ich glaube, wir gehen gar nicht so falsch. Nee, müsste gleich irgendwann kommen. Ja. Ich denke. Hier ist ja die Lichtung. Ja, genau. Da gehe ich schon mal drauf. Nee, nicht drauf gehen.
Ich sehe den Ashburn wieder. Guck mal, da ist er vor uns. Ja. Ja, Begeisterung. Hey. Juhu. So. Das ist aber nur die erste Lichtung. Ja, ja. Jetzt müssen wir dann noch durch den nicht düster Wald, durchs Graslandwald. Durchs Graslandwald. Ja, ja. Au. Das üben wir nochmal mit dem Deutsch. Ja, nochmal 10 Jahre Schule. Zurück mit dir. Nee, nicht schon wieder. So, und jetzt müsste doch gleich hier unser trautes Heim kommen. Ich hoffe. Ja, wenn's nicht mehr. Ja, ich sehe. Juhu! Ja, yeah, unsere Doppelhaushälfte. Das ist auch so ein geiles deutsches Wort, Doppelhaushälfte. Ja. Die Hälfte eines doppelten Hauses. Ja, wirklich. Ein Haus. Das ist ein Haus. Aber wirklich. Und es wäre ja auch nur eine Doppelhaushälfte, wenn da jetzt nur einer wäre. Hä, was ist denn jetzt hier los? So. So, ach, den ja. Bienen geht's gut. Oh. Ja, boah. Gut. Ganz viele Honig. Achso, wir haben Honig. Hier kein Holz. Okay. Ja, pass auf, dann. Wir müssen hier mal ein bisschen Licht machen. Hier ist es voll dunkel. Oh, ja, ist der da dran? Licht. Ja, gleich. Ich habe noch meine Slots hier alle voll. Warte, hier kommt die fertige Nahrung rein, hatten wir gesagt. Hier das rohe Fleisch. Ja, wir haben gerade mal 470 Goldmünzen. Ich habe noch 63 auf Tasche. Ja, gut, dann haben wir 530. Super. Das bringt uns viel, viel weiter. Oh, heu halt. Ja. Müssen wir mehr Dungeons gerade machen. Boah, haben jetzt hab ich mir das Geld genommen. Siehst du, da willst du mit der Kohle abziehen, ne? Ja, ja, genau. Natürlich. So ist das. Aber wir brauchen ja echt mal, warum haben wir denn kein Licht hier? Ja, weil ich kein Holz auf Tasche habe. Wir brauchen Holz auf Tasche. Ach so. Ja, aber ich habe doch Holz auf Tasche. Wieso kriege ich das nicht an? Ja, warum machst du das denn nicht? Da steht Brennmaterial und akzeptiert das nicht. Achso, Harz brauche ich. Harz. Harz. Ah, Harz. Wir brauchen mehr Harz. Lasst uns harzen. Achso, nee, das war was anderes. Bitte dich. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Aber wir brauchen nix. Hier nicht noch irgendwie? Doch, da ist doch einer. Oh, ich trage schon wieder zu viel. Das gibt's doch nicht. Oh, hier ist unser Feuerchen aus. Das geht doch nicht. Nichts kann der schleppen nicht. Nichts kann der schleppen nicht. Nee. Oh Gott. Es ist voll. Und warum konnte ich kein Kupfer hinzufügen? Es ist voll. Glaube ich dir nicht, doch. So. Ach ja. Schön wieder zu Hause zu sein, jetzt wo man auch wieder was sieht. Ja. Vielleicht. Herrlich. Ja, ich habe auch noch Kupfer auf Tisch. Ich tue das mal hier in den Schrank. Ja. Aber wir haben ja aber noch gut was. Wir haben ja noch gut. Wir haben hier noch 59. Ja, ja, ich brenne ja schon. Ich brenne ja schon. Wir haben hier 59 noch drin und auch noch 32 vom Zinn. Mhm. Das hat sich jetzt gerimed. Du bist voll der Rapmaster, ey. Voll der Rapmaster. Yo. Oh ja, jetzt repariere ich hier erstmal meine Axt. Ich hatte schon einen Kopfnicker drauf, hab auf den Rest gewartet. Boah, ist das gut. Ich hab gedacht, jetzt kommt hier der Eminem. Eminem. Ach Gott, oh Gott. Nee, das klingt nicht cool. Nein, das klingt überhaupt nicht richtig. Nein, das lassen nein, wir nein, mal nein, ganz nein. schnell wieder sein. Ja, ich hab's auch gerade festgestellt. Ganz furchtbar. Das ist ja schon ein Spitzname von mir, liebe Leute. Und bitte den niemals verniedlichen. Es gibt nichts, was einfach falscher klingt als das. Super falsch. Ich muss mal aufhören, die Schlafposition hier einzunehmen. Wie machst du das mit der Biene hier, mit der Königin? Ich will sie die mal haben. Ja, du brauchst Holz und die Bienenkönigin und kannst du so ein Ding bauen. Okay. Über den Hammer. Aha. Dann gucken wir mal, wie viel wir da brauchen. Mhm. Ah, das reicht sogar. Dann cool, dann machen wir das doch mal. Ja, mach das doch mal. Wir haben eine Bienenkönigin mitgebracht von unserer langen Reise. Juhu. Mal, wie drehe ich das nochmal? Achso, ja, hier ganz normal, ne? Hunger hat der Jude auch schon wieder. Nein, so drehe ich das nicht. Wie kann ich das nicht drehen? Oh. Weiß nicht. Wie drehe ich denn die denn nochmal die Position? Achso, doch, mit dem Mausrad. Ja. Mausrad.
Ja, hat er eben nicht irgendwie gemacht, keine Ahnung. Boah, ich bin echt zu blöd heute, ne? So. Yay! Fehlende Voraussetzungen. So. Jawoll. Nein, wofür? Ich hatte das, weil ich den Hammer noch draußen hatte. Ach so. Kenn ich hier doch. Wow. Boah, warum sind hier Kräuter in der Kiste? Ich hau den irgendwann. In der Nahrungskiste. Alles nicht. Natürlich warst du das mal wieder nicht. Nein, ich sicher war nicht. Ich ordne hier alles streng, weißt du, und jedes Mal meine Kiste auf ist aber drin. Das nicht. Niemals, du doch nicht. Niemals. Ich bin immer ordentlich. Ja, genau. Lass dir die Tür offen. Nein. Mhm. Tür? Ja, welche Tür, ne? Welche Tür, genau. Boah, ey, jetzt rennt er mich hier um. Mhm. Das ist ein Klotzkopf. Ich sag's euch, Klotzkowski. Leute. Ich sag's euch, Leute. Klotzkowski, die kleine Kugel. Du bist doch nicht mehr ganz. So, ja, Leute. Manchmal nicht, ne. So, wir haben nur noch 13 Feuersteine. Das ist doof. Das ist doof. So. Also, ich muss erstmal gucken, wie ich das nochmal mache. Ja, die liegen alle in der anderen Kiste. Stimmt schon. Bronzepfeile wären sowieso eigentlich mal geiler. Brauchen wir aber auch Bronze, zwei Federn und Holz. Ja, ja, ja. Die sind teuer. Ja, die sind teuer, aber überlege, wir haben einen echt starken Gegner vor uns. Wir brauchen das eigentlich. Vorher sollten wir uns mal um einen besseren Bogen kümmern, vielleicht. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, den müssen wir aufbessern einfach. Mein Bronzebogen ist hier nicht. Ich guck gerade mal. Nee, dafür brauchst du halt die Pfeile. Die machen das halt aus. Ja, 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 ja. Ich dachte, es gäbe auch einen Bronzebogen. Ja, nee. Klar, wir können unseren Bogen aufwerten. Ne? Das verleiht dem einfach nur mehr Haltbarkeit, gehe ich mal von aus. Ah, nee, Stechen geht auch da ein bisschen hoch. Aber wie gesagt, die Pfeile machen es eigentlich mehr aus, ne? Ja. Würde ich mal sagen. Würde ich auch so sehen. So, das war da. Ach so, ich wollte ja hier gucken. Ja, wollen wir vielleicht erst eben pennen? Ah, ich will da wieder pennen. Ja, Entschuldigung. Ja, dann geh pennen, komm. Spawnpunkt gesetzt, das war sowieso notwendig. Ah ja, 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 ja. Ganz wichtig, ganz wichtig. Wenn wir jetzt gestorben wären, das wäre so übel gewesen. Das wäre von Floß weg. Floß weg. Ach ja, Floß auch weg. Oh ja, das wäre ja gut. So ein Floß ist ja schnell gebaut. Ja, aber du musst das ja dann die Werkbank erstmal da an den Strand positionieren. Ja, das stimmt. So, was ich wollte, war Holz und Harz. Holz. Harz. Feuerpfeile. So. Ich liebe Feuerpfeile. Oh, jetzt fehlt mir aber Holz. Okay, dann gehen wir direkt mal Holz hacken. Machen wir es halt mal hier nützlich. Ja, ja. Weg. Weg. Du weg. Weg. Duse wechsle. Wächter. Oh. Juhu. Du trägst zu viel. Du bist zu fett. Das hat er mir gesagt. Hat er gar nicht. Hat er wohl. Ach du wieder. Mitten in die Fresse rein. Ja, wir kommen in einer neuen Folge Komplexe mit Eschbirn. Da habe ich eine ganze viele Menge von. Das wüsste ich. Als ob. So. Was wollte ich nun? Immer noch leer. Habe ich irgendwas gemacht und weiß nicht mehr, was ich machen wollte. So, ein Skelett. Cool, ne? Kommt hier einfach ein Skelett. Kommst du denn her? Skelett. Wo kommst du denn her? Ich bin hier bei uns, ne? Ja, ja. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Ich weiß das auch nicht. Oh! Naja, besser ein Skelett als ein Troll. Nein. Oh, gesunder Met. Ich habe gesunden Met. Gesunder Met? Wie viel? Stellt Gesundheit wieder her. Ja, sechs cool. Stück. Ja, sauber. Heiltrank. Ja, ja. Drei stehen jetzt in deiner Kiste. Ja, sauber. Danke.
Perfekt. Ja. Bin ich ein guter Ashburn? Ja, ich bin ein guter Ashburn. Oh Mann. Feiner Junge, feiner. Willkommen bei einer neuen Folge Komplexe mit Ashburn. Gut, dann habe ich ja schon mal einen Namen für diese Folge. Komplexe mit Ashburn. So, sieh das aus, du. So, Dude. So, jetzt haben wir aber ordentlich Holz. Ja, ich muss mal eben den Fichtenwald da. Holz vor der Hütte. Nee, Quatsch. So, was hatte ich vor? Sachen. Was hatte ich vor? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ja, so ungefähr. So, das behalte ich. So, jetzt aber hier, komm. Zieh ich doch mal grad was los, wa? Ach, ist das herrlich. So, wir brauchen aber mehr Holz. Nicht, dass wir davon nichts hätten. Nicht, dass wir davon was? Holz. Oh, Essen. Essen könnte hilfreich sein. Manchmal ist es das. Ja. So, und jetzt noch Feuerstein. Oh, jetzt habe ich ja wieder wenig Holz. Also das noch. Laufe ich eigentlich richtig? Ja, fast. Na, fast ist besser als. Geil, ich brauche aber eine Menge Holz hier. Ja. Ja, ich mache uns ordentlich Pfeile jetzt, aber hier Feuerpfeile und Feuersteinpfeile halt. Ah ja. Ja, gut, okay. Aber so ein bisschen Holz vor der Hütte schadet auch nicht. Hä? Er meinte in der Hütte. Leute, ganz genau, bestimmt meinte er hin. Ganz sicher. Ja. natürlich. Auf jeden Fall. Ah, die ist wieder ein Traum, ist sie heute wieder. Ein Träumchen. Wo fällst du? Ach so, so fällst du. Okay. Wer fällt? Ja, ich konnte nicht sehen, in welche Richtung der Baum fällt. Der Baum fällt. Ah. Oh. Mal eben was trinken. So, Tanne gibt Kernholz oder wie war das? Keine Ahnung. Ich auch. Ah, ich wurde beschmissen, du Lurch! Nicht von mir. Nee. Grauzwerg? Ach, stimmt, wo kommt denn der Grauzwerg jetzt hierher? Wollt ihr mich verarschen? Was habe ich denn jetzt hier? Normales ja! Holz, ein Grauzwerg und zwei Gräulinge. Ah ja. Also fangen schlechte Witze an. Noch ein Grauzwerg. Wo kommen die Grauzwerge? Achso, wir sind ja am Düsterwaldrand. Ich habe auch zwei hier gerade. Ja, ich bin hier am Waldrand, also am Düsterwaldrand, sehe ich gerade. Und Skelett mit einem Stern kommt auch noch vorbei. Deswegen kommen hier dauernd die Trolle. Wir sind voll nah am Düsterwald. Das ist schon die ganze Zeit. Ja. Jetzt wird mir aber erst klar, wie nah. Ach Leute, lasst mich doch mal eben die Kiefer hier hacken. Mann, ich bin an Malochen. Stör doch nicht ständig. Mann, geh arbeiten, ey. Geh arbeiten? Schnorr hier nicht rum, Mann. Ehrlich. Lästige nicht hier hart arbeitende Menschen, Mann. Ja. Boah, ich sehe nie, wie der fällt. Nein. Das ist so krass. Was kann raus? Oh, halber Wald weg. Wunderbar. Eigentlich nichts. Doch hier. Was kann weg? Ah. Oh, ich habe kein Essen dabei. Ja, das müssen wir gleich mal ändern. Das würde ich ändern, ja. Ja, das bisschen hatten wir hier noch. So, wie viel Kernholz haben wir? 16. Muss reichen. Geizig, wie der Schwabe so ist, ne? Seit wann bist du denn Schwabe? Weiß ich noch nicht. Darf doch heute alles sein. Du bist doch kein Zwerg. Nein, das bin ich nicht. Bin aber auch nicht groß. Das war ein Insider, Leute. Also wer jetzt aus dem Schwabeland kommt, ich wollte niemanden diskriminieren. Und auch andersrum nicht. Ich wollte nicht sagen, keine lüchse Menschen sind Schwaben oder so. Nein, das ist ein Insider aus dem Spiel von mir. Bei Nehöbürgs Dungeon Keeper sind alle Zwerge Schwaben. Ne? Und deswegen ist das so ein kleiner Insider jetzt. Alle
Hey Zwerge ho, Zwerge, hey Zwerge ho. Das heißt Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge ho. Mir doch Zwerge, egal. Zwerge. Ich sing das, wie ich das möchte. Ja, Aki. Was? Ja, das sagt der auch immer. Ja, siehst du. Es sieht auch immer alles falsch und sagt dann. Ich verstehe den Mann. Der sagt dann immer, das ist meine Eigeninterpretation. Ja, ja. Mhm. Du könntest das mal wegschmeißen. Und was kannst du noch? Das kannst du auch wegschmeißen. Ich würde ja gerne noch was machen, aber jetzt fehlt Feuerstein. Das heißt, dann noch geh doch ans Wasser und Robert. Geh du doch ans Wasser. Nee, ich bin schon anderen Dingen. Geh du doch. Nee, geh ans Wasser. Möchte nicht. Aber doch, dann machen wir jetzt mal erstmal noch das jetzt hier weg. Ich war schon baden. Ah, jetzt habe ich auch keine Federn mehr. Ja, komm, dann hat sich das jetzt eh. So. Dann tun wir mal ganz, ganz gerecht. Mhm. Jetzt kommt Natzens gerecht. Mhm. Das gibt wieder Ärger, Leute. Was willst du? Nix. Gut. Hab auch nichts gehört. Alles ja gut. Bam, 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 bam. Was wollte ich machen? So, du hast jetzt genau wie ich 61 Feuersteinpfeile. Mhm. Und du hast 80 Feuerpfeile. Warte, komm, machen wir das auch noch gerecht. Cool. Weil ich habe jetzt 100. Moment, dann mache ich dir da. Gibt dir auch noch 10. Ja, ja. Bitteschön. Ja, danke sehr. Ist in deiner Kiste. Ja. In deiner Kiste. In der Kiste. Ajo. Ja, Leute, wie ihr seht, heute jetzt wieder ein bisschen am Werkeln hier, aber wir mussten uns ja jetzt wirklich mal wieder hier auftanken. Ja, mit ja. Allem. Voll und am wir Limit waren dringend wir. Dringend vernünftige Sachen. Dann ist das einfach kommt so. Hier nicht hin. Das kommt hier hin. So, Tannens, oh, der macht hier eine Unordnung wieder rein. Ehrlich, ich wusste nicht, wohin damit auf die Schnelle. Ich habe keine Zeit. Ich bin am Arbeiten. Das geht dann wieder von meiner Zeit ab, weil ich hier wieder ordnen muss. Ja, aber ich bin noch an Arbeit. Ey, ich krieg hier zu viel. Ja, ja, ist so ein ist Schlonz, Leute. Ich sag's euch. Absoluter Schlonzel. Ist er. So, new to that note? Oder ist das Jod? Das war Jod. Achso, das hatte ich, glaube ich, mit nach hier geparkt. So. Und so. Ach nee. Jetzt singt das auch noch. Hä? Also ist ja. Das dein Humpen, den ich da hatte? Hast du deinen Humpen? Ich hab dir einen gegeben und ich hab einen. Ja, aber da war noch einer in der Kiste. Hä? Im Regal, in der Kiste war noch einer. Ja und? Hast du drei ja, gemacht in gehabt? Nein, ich nicht in nicht meiner. Im Regal? In ach der so, Kiste. Ja, kann sein, nur durch drei gemacht habe. Ich weiß okay, es nicht. Okay, ich wollte nur wissen, ob es deiner ist. Darum ging es mir nur. Ja, fällt auch. Dann mache ich mir einen neuen. Ach, darum geht's doch gar nicht. Komm, ist okay. Alles gut, Aki. Ich weiß es doch. Aki wollte ich schon wieder sagen. Es ist wirklich wie mit ihm. Aber ich weiß es hingetan? Doch nicht. Hä, wo hab ich die jetzt hingetan? Achso, die habe ich hier jetzt reingetan. Alles gut. Keiner tut dir weh. Das ist schön. Und wenn ich drauf stehe, dann such dir jemanden, der dir wehtut. Ich bin's nicht. Das verstehe ich nicht. So, also ich bin wieder gerüstet, aber immer noch hungrig. Mhm. 5, 6. Dim. Dim. Genau, dim. Ein bisschen noch was kochen dim. Kann ich. Dim. Dim. Lalalala. Ja, aber ich würde wirklich sagen, wir gucken mal, dass wir uns diese Bronzepfeile mal machen beim nächsten. Also, dass wir jetzt ja. Ordentlich Kupfer ranholen und Zinn ja, ja. Und uns Bronze machen, um uns ordentlich viele Bronzepfeile zu machen. Ja. Ich kümmere mich derweil um gescheite Nahrung. Ich brate gerade. Ich pflanze gerade. Der Eschben ist am Pflanzen. Das sexy gucken wir uns natürlich Märchen. Gleich mal an, wenn das hier durch ist. Jetzt ist es durch. Gucken wir uns das mal an. Ja, genau. Es wird ja Zeit endlich mal, dass wir unsere Karotten anpflanzen. Wo ist er denn? Draußen, vor der Türe. Vor der Türe? Achso, da ist sein Name. Ah, direkt vor der Tür. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen unpraktisch vielleicht war.
Ach Quatsch. Ich hätte das jetzt eher vielleicht hier so daneben gemacht. Ach was. Ach, erspüren. Hier war doch schon alles so. Du bist voll. Nee, das ist jetzt voll auf dem Acker. Auch nach hinten. Wir latschen ja, jetzt voll auf den Acker. Ja, so ist das Leben auf dem Land halt. Warum? Raus aus dem Haus und die Ernte reingeholt. So kann man, muss das Leute, sein. Schreibt mal in die Kommentare, kann man sowas wieder rückgängig machen, dass da wieder Gras wächst? Guckt euch das mal an mit den Bienen, das sieht doch scheiße aus. Nein, das wird ja der Garten eben. Oh nee, aber doch nicht vor der Tür. Ach, die hat immer was zu scheiße, du. Ah, das ist doch kacke. Leute, sag mal, schreibt mal bitte in die Kommentare, das ist doch kacke, oder? So, du machst die Tür auf und stehst auf dem Acker. Ja. Ja, und die nächste Invasion, die dann Leute können wir vom hier Land zwischen... Werden, die Leute vom Land, wie ich das bin, die werden verstehen, was am Arsch! Ist. Ich habe selbst Familie vom Land. Erzähl mir keinen. Niemand macht die Tür auf und steht auf dem Acker. Die kommen mit einer Kiste Bier und einer Pulle Schnaps vorbei und helfen mit beim Pflanzen. Nee, aber weißt du, was bei denen ist? Der steht, machst dich vorne vor die Tür auf und stehst auf dem Acker. Das machst du nach hinten raus. Nee, nee. Doch, doch. Das hier ist ja nur der Garten, nicht der Acker. Das ist doch kacke. Den Acker brauchen wir für andere Sachen. Ach, ich schwöre. Für Bäume und... Sehr uncool. Guck mal, wie das mit den Bienen jetzt hier ist. Ja, die armen Bienchen. Die bestäuben die Karotten und dann wachsen die schneller. Ich habe das alles logisch durchdacht. Oh. So, die Möhrchen wachsen. Schön für die Möhrchen. Mhm. Ich mach das alles, wenn ich weiß, wie, mach ich das alles hier wieder weg. Ja, dann machst du die ganzen Möhren tot. Ne, wenn die geerntet sind. Ja, dann machst du die ganzen Möhren tot. Ist mir egal. Pflanze ich neue, mein Gott. Aber das gefällt mir echt nicht, das geht mir gerade voll auf den Sack. Aber mir nicht. Ja, schön. Ich bespreche Sachen mit dem Eschbirn, bevor ich hier was mache. Eschbirn macht einfach, was er will. Ja. Ja. Du bist Einzelkind, stimmt's? So, guck mal, Haus, nein. Ich bin Einzelkind und ich bin nicht so. Ne? Weil dieses Einzelkind-Klischee, ne? Wir sind so egoistisch und so. Ich bin der große Bruder. Mhm. Ich mache immer und was. Ich bin kein Egoist. Ich bin Einzelkind, Leute, nur mal so. Naja. Jetzt hat er hier noch einen Baum vor... Ja, natürlich. Boah, das wird hier nachher so chaotisch aussehen. Ernsthaft. Nein, das sieht schön aus. Ich baue irgendwo woanders was Neues, glaube ich. Ja, baue was Neues. Ciao! Also schöner Wohnen drehen wir mit dir nicht. Nee, ist besser. Nee, lassen wir das. Geh doch mal ums Haus rum. Das Einzige, was da gerade ist, ist nix. Hier! Da, voll weit weg. Wir weit müssen weg? Freuen. Ja, wir müssen auch noch Zäune um die Scheiße hier ziehen. Wie ja, weit und, das, und du willst, ziehen? Und jetzt möchte ich mal wirklich wissen, wie du dir das jetzt gedacht hast. Wir ziehen hier also Zäune und machen hier die ganze Bude zu, ja? Ja, müssen wir ja, sonst kommt der Wald, der sich verteidigt, wieder. Ja, aber ach, das ist doch trotzdem kacke. Man kommt hier aus der Tür raus und ach. Ich weiß nicht, was sie hat. Weißt du, wenn da ein Blumenbeet wäre, ne? Dann Ordnungssinn. Ich hab, doch, dann würde ich auch meckern. Ich habe Ordnungssinn. Das ist alles. Ja. Oh Gott, Herr Aki, wenn er das jetzt hört, dann macht er gleich die Tür auf und sagt, was hast du? Wenigstens verrätst du dich selber. Wieso fehlt mir da oben was? Das frage ich schon ganz lange. Ach, das tust du. Boah, du kriegst gleich so eine gedonnert, ey! Du kriegst gleich so eine gedonnert, ey! Ich komm dir gleich da nach deinem Münsterland, du, dann finde ich dich. Gib mir doch nicht so Vorlage, die Steine. Aber du weißt ja, wie ich es meine, ne? Mhm. Genauso wie ich es sage, genau. Ey. So. Okay. So, ich wollte ja auch eigentlich kochen. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt mal Schluss. bevor das hier gleich noch zum Beleidigungsduell wird. Oh, Eschi. Eschi? Ja? Okay. Du warst gerade weg. Nein, ich rede die ganze Zeit. Ich hab gefragt. Bei dir stimmt irgendwas nicht. Man wird auch, hier ist auch gerade aufgeploppt neu, dass du jetzt Valheim spielst. Irgendwas ist war bei dir gerade.
Okay. Ja. Ja, ich hatte auch kurzfristig nichts von dir gehört. Ja, das lag aber, wie ich. Welch himmlische Ruhe. Da stand gerade, jetzt ist bei mir aufgeploppt, Ashburn spielt Valheim. Das sollte eigentlich mittendrin nicht passieren. Ja, obwohl das ist Steam, das habe ich ganz oft bei Kumpels, wenn die zocken, dass da 20 Mal kommt. Der spielt jetzt dieses und dieses Spiel. Nö, ich habe das. Aber irgendwas stimmt dir wirklich nicht. Ich kann auch kein Holz mehr hinzufügen. Bin ich noch im Spiel? Ja, Leute, dann speichere ich mal schnell und verabschiede mich von euch. Ja, jetzt geht's wieder. Kohlenmeiler, 29 von 25. Mhm. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch heute gefallen hat bei uns. Und wenn ja, dann zeigt uns das auch gerne mit einem Däumlein nach oben für unsere Videos. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns doch auch gerne. Ihr findet mich beim Ashburn in den angesagten Kanälen und den Ashburn natürlich auch bei mir. Und ja, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was ihr uns noch für Tipps geben würdet, um gegen den Uralten anzutreten. Ja. Ich glaube, Bronzepfeile und so ein bisschen aufwerten und sowas ist schon gar nicht so verkehrt. Habt ihr noch mehr hilfreiche Tipps, dann haut's gerne raus. Mhm. Ja, und dann wünschen wir euch heute noch einen schönen Tag und bedanken uns fürs Zusehen. Bis dahin, jo, bye bye. Bis dahin, ciao.